Hallo, es ist jetzt der 21.04. Und gestern war der 20.04. Und natürlich, oder naja, Mama möchte mal sagen, es werden am jeden Tag Menschen geboren und es werden auch jeden Tag wohl Menschen sterben. Und gestern ist wohl, nicht wohl, sondern ist Avicii oder Aviki verstorben, Tim Bergling. Und ich habe gerade vor 13 Minuten bei Facebook geschrieben, wieder der 20. eines Lebens. Lebe jetzt, lebe hier und tu dir etwas Gutes. Nehme dein Leben so an und gehe weiter heiter. Was bleibt, ist stets von ihm die Musik. So wie von so einigen mehr, die vorangegangen sind. Wieso schreibe ich das hier jetzt? Da an einem 20. eine Freundin vor Jahren verstarb, die wundervolle Liedertexte schrieb und im letzten Jahr an einem 20. ging sie. Eine wundervolle Sängerin und nun noch 21. Und natürlich sind an diesen 20. mehr als einer gegangen und wiedergeboren, an die man auch einen Teil der Gedanken geben kann. Oder man lässt es so stehen, geht für sich weiter und lebt jetzt. Das habe ich gerade geschrieben und ich habe gedacht, ich erzähle euch das einfach mal hier. Natürlich gibt es darüber wieder mal und immer wieder mal Kritik oder irgendwelche anderen Sachen. Aber ich lebe jetzt. Leute, ich lebe jetzt und gebe euch das jetzt einfach mal weiter. Und wer weiß, es ist zwar jetzt schon der 21., weil es 0 Uhr irgendwas ist. Ich bin ja noch am Leben. Aber was ist morgen? Der 22. Man weiß es nicht, man kann es nie sagen. Deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit, jetzt irgendwas zu machen, was mir gefällt. Was mir gefällt, was ich mir wünsche zu machen, was ich einfach gerne mache, wie auch immer, ob ich irgendwas teile auf Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube oder vielleicht auch auf der Straße, weil ich das einfach mache, wie auch immer. Und ja, nur so viel dazu. Lebe einfach jetzt und ich habe es schon so viele Jahre gemacht, dass ich immer jetzt lebe und mir immer wieder viele Teile erfülle und einfach mache. So viel dazu. Ich wünsche eine schöne gute Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer. Ja, man kann alles sehen, wie man möchte und auch fühlen. Also, leb jetzt.